Hallihallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe des Mockcasts im neuen Jahr, im Jahr 2014. Wir freuen uns auf jede Episode, die dieses Jahr erscheint, und wir hoffen, dass wir es auch wirklich im monatlichen Rhythmus schaffen dieses Mal. Irgendwie kommt immer was dazwischen und ab und an dann wieder zu viele Specials. Ich meine, im Sommer ist dann immer, wenn die ganzen Spielemessen sind, dann muss mal vielleicht auch eine draufgelegt werden. Aber auf jeden Fall sind wir sau aufgeregt. Und mit wir meine ich meine Wenigkeit und meinen Kollegen Final. Ja, hallo liebe Zuhörer, und ich wünsche euch auch erstmal ein schönes neues Jahr. Also Jan, wir haben es ja eigentlich ganz gut geschafft, im letzten Jahr monatlich neue Folgen rauszubringen. Also ich glaube, wir hatten vielleicht einen Monat oder zwei Monate, wo nichts rausgekommen ist. Einen Monat, okay. Ja, mal schauen, vielleicht haben wir in diesem Jahr wieder einen Monat, wo es nicht hinhaut, aber wir geben unser Bestes. Okay, alles klar. Bevor wir uns jetzt in die News stürzen und auf das eigentliche Thema, was heute sehr interessant und kontrovers und ein Zwiespalt zwischen Final und mich treiben wird, wollen wir erstmal sehen, was wir denn spielen. Final, was spielst du denn zurzeit im Moment? Ja, also unterwegs spiele ich eigentlich momentan Fire Emblem Awakening für den 3DS. Hast du das schon mal angespielt? Ich hab's mal angespielt, aber viel zu wenig. Das Spiel ist viel zu groß, als dass man es nur anspielen kann. Ja, stimmt. Also ich bin sehr begeistert von dem Titel. Es hat einfach mega Spaß gemacht, aber gerade bin ich jetzt in einer Phase, wo ich gerade irgendwie nicht so viel Zeit für das Spiel habe. Und deswegen müsste ich es irgendwann fortsetzen. Aber ich bin ja ein Fan von taktischen Rollenspielen und das hat mir einfach sehr gefallen. Das Kampfsystem ist sehr ausgeprägt. Dazu spiele ich jetzt noch auf der Wii U momentan. Super Mario World 3D oder Super Mario 3D World. Das habe ich jetzt schon durchgespielt. Jetzt muss ich halt noch die extra Welten durchspielen. Das macht absolut Spaß. Ich muss ehrlich sagen, es war jetzt nicht so der riesige Bringer, wie jetzt unser Pref das einen Test angebracht hat. Er hat dem Titel der 9,5 Sterne gegeben. Und das finde ich ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Obwohl von der generellen Meinung der Presse ja, ich weiß, ziemlich gut, ja. Ich weiß, es hat auch überall richtig gute Kritiken bekommen. Aber ich verstehe nicht wirklich, warum es so gute Kritiken bekommen hat. Da ist mir Super Mario Galaxy auf jeden Fall noch viel, also das wurde auch mega gut bewertet. Das ist mir noch ein bisschen lieber. Und dazu spiele ich noch das Zelda Wind Waker HD Remake. Das Remake ist super gelungen. Nintendo zeigt Square Enix, wie man schnell und effizient HD-Remakes zu machen hat. Und das kann ich nur jedem ans Herz legen, ist ja mein absolutes Lieblingsspiel. Und dazu spiele ich noch auf der PlayStation 3 Ni No Kuni. Ah ja, das ist ja schön. Ich weiß noch, vor einem Jahr oder zwei Jahren habe ich das Spiel ein bisschen fertig gemacht. Oder es war, glaube ich, so in der letzten Folge, wo ich gesagt habe, dass mir das Kampfsystem so gefällt. Ja, genau, du hast das ja nur die Demo gespielt. Das Kampfsystem ist doch ganz okay, also aber was ich gehört habe von anderen Leuten, dass im Endgame es doch ein bisschen nervig wird. Habe ich gehört von anderen. Nee, also mir hat es wirklich von Anfang bis Ende Spaß gemacht und du hast ja nur für 9 Euro aus dem PlayStation Network geholt. Genau, oder? Das war mega günstig. Ja, das ist ein Top-Angebot, also. Und ja, es kommt jetzt auch für die Essential-Reihe raus neu. Ja, ich habe gesehen, der Pref hat gepostet, bei Zavi.com gab es so für 13 Euro oder sowas. Genau, also da soll wirklich. Ja. Also da kann jeder ohne Gewissensbisse zugreifen. Ja. Das ist echt Hammer. An dieser Stelle können wir auch auf diese Zack McMahony-Seite von unserem Pref hinweisen. Das ist eine neue Facebook-Seite, die er gegründet hat, wo er halt. Die hat, ja. Okay. Ja, das ist eine Facebook-Seite, wo man halt die neuesten Deals rund um Spiele sehen kann und der gibt da auch ab und zu mal Tipps dem Pref, was er da posten kann. Und das ist schon echt verwunderlich. Ich gucke so manchmal auf Zavi, auf The Game Collection, PlayAsia und. Also, was ein Unterschied dazu zum deutschen Markt oder zu Amazon.de generell ist, dass 30, 40 Euro spart man sich da teilweise. Das ist echt Hammer. Absolut, ist schon krass. Ja. Naja, aber Amazon ist trotzdem toll. Ja, also ja, wenn sie die Mitarbeiter irgendwie. Na gut, ist eine andere Folge. Ja, es ist das andere Thema. Okay, du spielst ziemlich viele im Moment, also. Ja, aber also ich muss sagen, ich habe Ni No Kuni seit 2 Wochen nicht mehr gezockt und ja, ich bin noch nicht so weit, also mal schauen. Okay. Also bei mir sieht die Liste ein bisschen kürzer aus. Ich spiele zurzeit nur ein Spiel, ich habe auch kaum Zeit zum Zocken, deshalb auch eher was unterwegs und zwar Final Fantasy 9. Oha, das hast du schon 1000 Mal durchgespielt. Das habe ich 2-mal durchgespielt gehabt, aber ich wollte es einfach nochmal spielen und ich hab's ja damals auf meine PSP geladen und jetzt habe ich es auf meine Vita geladen. Ich habe ja immer noch denselben Account.
Und es ist also so ein Top-Spiel, wirklich. Das ist so ein Hammer-Rollenspiel. Das glaubt man einfach gar nicht. Da hat die ganzen kleinen Ideen. Und wenn man zum Beispiel jetzt Final Fantasy 9 spielt, dann merkt man, warum viele Fans oder sehr viele wegen Final Fantasy 12 oder 13, 13.2 sehr, sehr wütend auf Square Enix waren, weil Ja. das war wirklich Hammer, was für Ideen da drin stecken, was für eine gigantische Story, was für tolle Charaktere. Also das ist wirklich ein Klassiker und davon würde ich gern mal ein wirklich richtiges Remake sehen. Das wäre schon Hammer. Ja, also es gibt jetzt im Moment für 5 € im Final Fantasy Sale. Genau, ja. Gibt es den Sale immer noch? Ist der immer noch Ja, on Sale? läuft bis Anfang Februar. Ah, okay, Es cool. Ja, geht jetzt also noch. wirklich. Der Sale ist Hammer. Final Fantasy Spiele im PlayStation Network zum halben Preis. Teilweise noch mehr, teilweise halt ein bisschen weniger, aber holt euch Final Fantasy 9. Ja, Top. ich habe es noch nie gespielt, um ehrlich zu sein. Also, Ich habe es eins der wenigen Final Fantasy, die ich schon nie angespielt habe. ich glaube, das würde dir auch sehr gut gefallen. Ich fand 7 nicht gut, ich fand 8 nicht gut. Ob mir 9 gut gefällt, ich hoffe mal. Also vielleicht, ich muss es noch zocken, das ist ja eigentlich ein Must-Have. Es ist, Final Fantasy 9 ist auch das bestbewerteste von denen. Von der Ernsthaft? Presse, ja. Also du findest doch 7 am coolsten, ne? Ja, Final Fantasy ist für mich, Final Fantasy 7 ist für mich emotional der beste, weil ich da die größte Bindung zu den Charakteren habe und die auch am tollsten fand und vor allem der Tod von Aerith und Sephiroth als Gegner. Spoiler! Es ist mir egal, also, wer das jetzt nicht weiß, der lebt auf einem anderen Stern oder er war noch nie auf jpgames.de. Und, da habe ich einfach mehr Verbindung zu, aber ich kann mehr als nur verstehen, dass man sagt, dass Final Fantasy 9 das Beste ist. Und deshalb kann ich es auch jedem nur empfehlen. Verstehe. Gut. Gut, das war's dazu. Kommen wir dann jetzt zu den News aus Ende Dezember und Anfang bis jetzt Januar. Und da gab's leider nicht viel. Also man muss sagen, das ist die Zeit halt, die für Videospieler am uninteressantesten ist. Es Ja, passiert absolut. kaum was. Das Weihnachtsgeschäft ist um und die Ja. nächste große Messe ist erst die E3. Im März geht es dafür ab und Ende Februar. Da kommen halt gute Spiele dann raus, ja. Aber was, also große Ankündigungen können wir dann vielleicht frühestens zum PlayStation 4 Launch in Japan erwarten. Ach stimmt, die ist doch gar nicht draußen. Ja, am 22. Februar wird es da soweit. Gut, okay, kommen wir zu den News. Wir haben jetzt mal die genommen, die im Forum am meisten diskutiert wurden. Da war unter anderem, dass sich der Final Fantasy X Szenario weiter, und zwar Kazushige Nojima, einen dritten Teil wünscht, einen 10-3er. Ja, Final, wir kennen deine Meinung zu Final Fantasy X. Ich finde, das ist eine bescheuerte Idee, weil mit 10-2 hat man schon viele Fans verärgert. Es hat ja die Marketing-Zahlen schon ein bisschen verhaust. Also das war ja schon eine Blamage für die ganze Reihe. Ich meine, da hat man die ganzen Final Fantasy Girls in so Kostüme gesteckt, dann Naja, durfte man mit also denen. hier Ja. bin ich einer Meinung mit dir, dass man auf einen dritten Teil verzichten sollte. Wirklich? Ja, also ich bin auch dafür, dass man keinen 10-3 probieren sollte, Ja. weil ich habe riesen viel Spaß mit 10-2 gehabt, aber es kam nicht mal annähernd an die Qualität von 10 heran, deshalb bin ich dafür, dass das auch beiseite lieber gelegt wird. Ja, man sollte lieber an einem richtig guten neuen Final Fantasy arbeiten, das vielleicht Genau. ein bisschen mehr so in die Richtung von Teil 6 oder sowas geht. Das finde ich geil. Das wäre halt cool. Es sind halt, es ist, ich glaube, es ist einfach schwer, dann so Spiele in die heutige Zeit zu bringen, aber es ist Mühe auf jeden Fall wert. Und ich bin auch mal gespannt, ob das geschafft wird. Aber ich will einfach nur, dass sie, die Männer, die für 10-2 verantwortlich sind und dann auch für 13, 13-2 jetzt an keine Spiele mehr ranlassen. Ja, Die Namen kennt der man ja, die Abi-San, beiden ne? Namen. Nicht AB, der kann gar nichts dafür. Aber es Wieso? ist, er hat ja nur mit dem Kampfsystem ein bisschen was gemacht und war auch nicht bei 10-2, soweit ich weiß, Ach so. beteiligt. Es war halt Toriyama und Kitase. Ich Kitase. bin immer noch sehr wütend, ich muss das auch hier sagen, ich bin immer noch sehr wütend und traurig, dass wir ihn leider nicht interviewen konnten auf Ja. der Gamescom. Er ist leider krank geworden Ist echt und ärgerlich. war sehr ärgerlich. Fand ich sehr Sehr schade. schade. Naja, okay. Kommen wir zu was anderem sehr Interessanten, und zwar das Weihnachtsgeschäft ist um, wie ich betont habe, und jetzt sind die ersten Zahlen rausgekommen. Die PS4 liegt bei ungefähr 4,2 Millionen weltweit und die Xbox One bei ungefähr 3 Millionen. Das sind auf jeden Fall Hammerzahlen, wenn man überlegt, wie lange die erst auf dem Markt sind, und wenn man die dann nochmal mit der Wii U vergleicht, dann Die Wii U hat im Moment mehrere Verkäufe, oder? ich glaube eher nicht. Bist du Ich sicher?
Ich bin mir nicht ganz sicher. Das lässt sich schnell nachschlagen. Ja. Und ich glaube, das sollte man auch machen. Aber auf jeden Fall, das sind auf jeden Fall super Zahlen, vor allem für Sony. Und wenn man auch bedenkt, dass sehr, 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 sehr viele Menschen eine PS4 bestellt haben und sie immer noch nicht da haben und die ersten Lieferungen in bestimmten Ländern erst vor weniger als 3 Tagen ja, Ja. gesendet wurden. Also hier sind auf jeden Fall mindestens noch 1 Million offen, würde ich jetzt so behaupten. 1 Million? Ah, Weltweit das. schon. Ich glaube in Deutschland nicht. In Deutschland allein auf keinen Fall, nee, aber weltweit schon. Kann gut sein, ja. Also ich bin auch viele, die bei Amazon bestellt haben, die noch gar nicht wissen, wann die PS4 ankommt. Genau. Aber kann man die echt bei Mediamarkt kriegen oder so? Nein, also es heißt, es wird vereinzelt immer wieder reingestellt, aber die sind in Sekundenbruchteilen weg. Das ist halt auch das Ding, wenn zum Beispiel, wenn ich mir vorstellen würde, dass jetzt die Läden voll wären, die wären auch sofort alle leer. Aber ich Naja. verstehe nicht, warum die Leute sie kaufen, weil, also keine Ahnung, was will ich mit der Konsole momentan? Es gibt nichts, es gibt wohl keine interessanten Spiele. PlayStation 4 meinst du? Ja. Ah ja, also mit. Man sollte eine Konsole wirklich nie zum Launch kaufen, weil es einfach nichts bringt. Man sollte lieber warten, bis sie billiger wird, bis coole Bundles erscheinen und bis man wirklich ein gutes Line-up an Spielen hat, anstatt irgendwie hier Killzone, wow und dann Knack oder sowas, oder Knack, wie es heißt. Ich habe hier nochmal nachgeguckt, Nintendo erwartet für das laufende Geschäftsjahr noch 2,8 Millionen verkaufte Einheiten. Dazu. Nee, generell. Also die haben ja im Moment mehr verkauft als 2,8 Millionen. Ich glaube nicht. Nee? Uh-uh. Ja, jetzt die Zuschauer können das gleich nachkontrollieren, wenn ihr Lust habt. Ja, Ich auf bin jeden gerade Fall. nicht so, ich bin ja gerade nicht so überzeugt. Okay, aber ich bin überrascht über die Zahlen. Also ich hätte nicht gedacht, dass es 3 Millionen Leute gibt, die die Xbox One kaufen. Damit hätte ich auch nicht gerechnet, aber Kennst du die jemanden? Ich war. kenne nur eine Person, der eine Xbox One hat und Ich muss sagen, ich ich kenne kenne. keine Person, aber in der Tat hat die Xbox One in den USA dominiert den Dezember, was hauptsächlich daran liegt, dass die PS4 nirgendwo zu haben war. Ach so. Da gibt's Ja, noch das. diese ganzen Xbox Call of Duty Typen. Ja, Die das wollten ja ist. wohl einfach die Xbox One. Das Ding ist auch, wenn ich hier in die Stadt gehe und mich umgucke, ich sehe halt so einen Haufen Xbox One im Saturn oder Mediamarkt und einfach nichts zur PS4, weil es einfach keine gibt. Bist du nicht in Versuchung gekommen, die eine zu kaufen? Nein, nein. Eher nicht. Also lassen wir es erstmal stehen. Ja. Okay, gehen wir weiter. Jetzt was mich sehr gefreut hat, und zwar Sony hat das sogenannte PlayStation Now angekündigt. Das war mal als Gaikai bekannt. Also das ist jetzt der Name für den Cloud-Service, Die den haben ja gar keinen Sony gekauft und anbietet. Ja, dann genau. haben wir es Und die haben umgetauft. es umbenannt in PlayStation Now. Und ich finde es, die Idee finde ich super. Und die Videos, die ich dazu gesehen habe, waren auch super. Denn hier geht es darum, dass Spiele gestreamt werden auf die PS3, auf die PS4, auf die PS Vita oder auf die neuesten Sony TV-Modelle. Und später vielleicht sogar auch auf Smartphones und Tablets. Alles, was man hier braucht, ist ein DualShock 3 Controller. Und dann kann man über PlayStation Now sagen, okay, ich will The Last of Us spielen. Und dann zückt man sein DualShock 3 und zockt nur am neuen Bravia-Fernseher oder an seiner PS Vita dann The Last of Us oder irgendein PS4-Spiel. Weil es wird ja gestreamt, das heißt, es hat nicht viel mit der Leistung von einer Konsole zu tun. Ja. Und ich finde es auf jeden Fall klasse. Jetzt muss nur noch das Kostenmodell stimmen und ich hole es mir dann auch sofort. Ja, also wirst du wirklich dann unterwegs auf der PlayStation Vita Last of Us zocken? Oder wie ist das? Ich weiß nicht, wie das mit der Internetanbindung ist. Ja, Das wahrscheinlich, also man muss wahrscheinlich zu Hause WLAN anhaben oder so. genau, und es muss auch auf jeden Fall über was Bestimmtes laufen, aber also genauere Informationen haben wir da noch nicht. Die Beta startet erst in Amerika in diesem Jahr, Mitte diesen Jahres, und erst nächstes Jahr bekommen wir das dann vielleicht frühestens zu Ja, Gesicht am manchmal. Anfang. Ist noch alles in Entwicklung. Genau, aber ich hoffe natürlich, dass es so toll wird, wie es angepriesen wird. Ja. Ja, eine ganz schreckliche Nachricht, wie ich finde, kommt jetzt, und zwar Lightning Returns wird keine Collector's Edition in Europa bekommen. Das ist echt überraschend, Das oder? ist sehr, sehr überraschend und absolut schrecklich, finde ich. Haben Sie, haben, hat Square Enix eine offizielle Begründung
abgeliefert. Also Koch Nein. Media, das ist in Nein, nein, Deutschland. nein. Keine Begründung, soweit ich weiß. Ja, bei. Es gibt jetzt halt die Steelbook Edition bei Amazon, aber das ist auch nix. Ja. Also ich habe jetzt irgendwie, ich habe jetzt bei Twitter so gelesen, dass viele regen sich darüber auf, aber gekauft ist trotzdem keiner. Also ich meine, wer will eine Collector's Meinst du? Edition von Final Fantasy? Weiß Hä, wie meinst du nicht, das? Kauft sorry. trotzdem niemand. Ja, ich meine nur, viele Leute regen sich auf, aber du, ich glaube, du wirst der Einzige, den ich kenne, der sich dafür eine Collector's Edition kauft. Oh nein, glaub mir, Okay, es im so Forum gibt es viele natürlich viele Leute. Leute, aber. Ja, und das Ding ist, das sieht man auch, die Crystal Edition, zum Beispiel bei 13.2, die hat 100 € gekostet, die war einfach, zack, war sie weg. Okay. Und jetzt kann man sie nur noch gebraucht vielleicht für 150 kriegen, weil sie im Wert gestiegen ist. Da muss man mal, wie man bei Square Enix nachfragt, das kann ja eigentlich nicht sein. Was ist das, warum, wie kamen Sie zu dieser Entscheidung? Das würde ich auch so gern wissen, weil es macht einfach keinen Sinn. Wir hatten eine schöne kleine Limited Edition für 13 bekommen, eine schöne Limited Edition für 13.2 und halt die Crystal Edition für 13.2. Und soweit ich weiß, waren die sau schnell vergriffen. Und dass jetzt nur die Amerikaner so eine Special Edition bekommen haben, finde ich halt echt nicht gut. Muss man halt importieren. Ja, aber dazu kommt, dass diese in Amerika nur vom Square Enix Online-Shop angeboten wird und die da nicht Die ins liefern nicht Ausland in liefern. Deutschland. Das ist auch so sinnlos. Also, Aber man kann es ja trotzdem irgendwie kriegen. ich wette, bald würden auf eBay und Naja. sonst wo was, aber dann wird's halt sehr teuer. Das wird teuer. Das wird Und teuer. dann hole ich es mir lieber für 40 € ohne Collector's Edition, dann. Ja. Ah ja. Ich glaube. Also, und dann halt noch, das offizielle Lösungsbuch wurde auch angekündigt, in einer normalen und Collector's Edition, wie wir es halt kennen, nur mit dem Unterschied, dass die Collector's Edition 5 € teurer ist als normal, also 30 € kostet. Aber dafür sind DLCs dabei. Okay, und was für DLCs dann? Ich habe Also keine Ahnung, es ist mir Kostüme, egal. Kostüme wahrscheinlich, ne? Ja, auf jeden Fall Kostüme und ich interessiere mich nicht dafür, für diese ganzen Kostüme und so. Ich meine, Bist du kein Cosplay-Fan? die im Spiel sind schon genug, finde ich. Ja. Braucht man jetzt nicht noch. Dieses Mikoto-Kostüm, wie es heißt. Ach, das ist nur die Spitze des Eisbergs. Glaub mir, da gibt's Klamotten aus Nebel und da gibt's Klamotten aus Mogris und da gibt's ganz Ja. viele andere. Sie haben, ein paar Leute haben ja ein paar bestimmte Fantasien, die sie erfüllt haben möchten. Ja. Ah ja. Gut. Kommen wir zur nächsten News. Genau. Es ist bekannt geworden, dass einige Teile der Entwicklung von Final Fantasy XV an externe Entwicklungsstudios weitergeleitet wurde, ausgelagert wurde. Das heißt, dass die Entwicklung von Final Fantasy XV so groß und episch geworden ist, dass die Studios von SE das alleine nicht hinkriegen. Die Ressourcen sind da wahrscheinlich knapper Ja. geworden. Ne? Ja. Und weitere Infos sollen zu der richtigen Zeit folgen. Genau, das war auch was Großes. Hat Nomura Anfang des Jahres wieder schön so im Interview: Infos kommen zur richtigen Zeit und wir Naja. sollen uns gedulden. Naja, das haben wir schon mehrmals gehört. Deine Prognose? Wann kommt's raus? Ich weiß nicht, ich will jetzt nicht zu pessimistisch sein, wie manche sagen, 2016, aber ich will auch nicht zu positiv sein. Ich sag mal, zweites Quartal 2015. Ja, das ist sowas, das finde ich auch ganz realistisch, ja. Ja, sowas in der Richtung. Ich sage jetzt Weihnachten 2015. Das ist, glaube ich, schon wieder ein bisschen zu spät, weil bis dahin, wenn man sich überlegt, Square Enix braucht. Denk nur an Final Fantasy 13. Ja, schon, aber wenn man sich mal überlegt, Square Enix braucht irgendwelche großen Reißer und der letzte große wird Kingdom Hearts 2.5 sein. Und dann bis Ende 2015 nichts mehr zu haben, ist, glaube ich, schon Ja, ein die haben bisschen ja die bitter. ganzen Smartphone-Games hier, All the Bravest und so. Klar, aber irgendwas muss die Abteilung von Square Enix, das sind ja mehrere Abteilungen, die an mehreren großen Titeln arbeiten, die müssen ja irgendwas machen. Ich meine, es kann ja nicht sein, dass für ein paar Jahre dann nichts rauskommt. Also deshalb sage ich so zweites Quartal 2015. Ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn jetzt plötzlich kommen würde, okay, Ende 2014, Weihnachtsgeschäft, das wäre das Beste, aber das wäre nun doch sehr optimistisch. Gut. Ja, der Star von Sixth Sense, Haley Joel Osment, ist ja bekannt dafür, dass er eine Figur bei Kingdom Hearts spricht. Jan sagt mir jetzt aber schon welche. Sora und Vanitas. Sora, okay, für uns Deutsche ist es wahrscheinlich jetzt nicht so wichtig, weil wir haben ja die deutsche Synchro, die ja von vielen sehr geliebt wird. Ja, aber leider nur bei den
ersten und beim zweiten Teil, bei allen anderen Kingdom Hearts Spielen nicht. Achso, verstehe. Gut, auf jeden Fall hat Haley Joel Osment gesagt, dass er wahrscheinlich vielleicht schon Ende des Jahres seinen Part für Kingdom Hearts 3 aufnimmt und dass, wenn er seinen Part aufnimmt, dass es schon eines der letzten Puzzlestücke von dem großen Puzzle Kingdom Hearts 3 ist. Das Genau. heißt, dass es schon vielleicht doch früh rauskommt, aber das steht ja natürlich im Gegensatz zur Aussage von Nomura. Dass sie es zu früh angekündigt haben, ja, das Ja. kann sein. Aber vielleicht hat Nomura auch gelernt und die sagen sich, wir wollen jetzt nur weniger als ein Jahr vor dem Release ankündigen oder so. Aber auf jeden Fall, der genaue Wortlaut von Haley Joel Osment war, mein Teil des Ganzen ist der letzte des Prozesses. Ich glaube nicht, dass er es auf Übersetztes Deutsch sagte. Zitat. Ja, aber es ist das übersetzte Zitat. Ja. Ja, viele Fans spielen ja im Moment schon fleißig Final Fantasy XIV. Das ist ja letztes Jahr gelauncht worden. Und jetzt geht's bald an die Version für die PlayStation 4. Die erscheint nämlich am 14. April, das ist vor kurzem rausgekommen. Am 22. Februar beginnt die Beta. Und es wird auch wieder eine Collector's Edition geben für PlayStation 4. Die ähnelt dann Genau. wahrscheinlich sehr der anderen Wahrscheinlich, aber das wird Collector's halt alles beim Interview mit dem Produzenten Ja. Yoshida besprochen. Der Typ ist einfach super. Also bis Klar, jetzt macht er alles richtig. der lebt wirklich für das Spiel. Es ist wirklich Hammer und die Fans lieben das. Ich kenne viele, die das im Moment zocken und die lieben das wirklich. Ja. Und das Tolle ist auch, ich meine, einfach kostenlos Upgrade von PS3 auf PS4-Version. Das ist Das ist echt krass. Hammer, also mehr kann man sich nicht wünschen. Und es ist halt lustig, die Beta fängt am Release-Tag in Japan an von der PlayStation 4. Das ist ja cool. Und die Grafik ist, glaube ich, also ich hab so ein Gameplay-Video auf einer großen Leinwand auf der Animagic in Bonn gesehen und die Grafik ist schon geil, muss man sagen. Auf jeden Fall, also die haben sich wirklich überall Mühe gegeben. Ja. Hoffentlich Das läuft es ist wirklich flüssig. Hammer. Da macht mir keine Sorgen, es heißt 60 Frames per Second. Das wäre nice. Nicht, es heißt nicht immer, wahrscheinlich, wenn ganz viele Spieler sich tummeln, um einen Fate zu töten oder so, dann ist es wahrscheinlich weniger, aber es soll in die meisten Zeiten 60 Bildern pro Sehr Sekunde nice. ablaufen. Ich bin leider absolut kein MMO-Typ. Ich glaube, du auch nicht. Ich auch nicht, nee. Deswegen werde ich, glaube ich, nie, ich glaub, ich werde es nie wirklich zocken. Ich mach's vielleicht mal einen Monat, wenn es ein bisschen Ja. günstiger ist, dann gucke ich mal in die Welt rein und so, Ja. aber ich bin dann doch eher ein Ja. anderer Spieler. Ich bin fast schon MMO-Feind. Also, ich finde es ein bisschen sinnlos, muss ich sagen. Aber gut, das ist eine andere Diskussion. Ja. Ja, jetzt noch die letzte News. Es geht um Monster Hunter. Und zwar wurde angekündigt, dass Monster Hunter 4 Ultimate Anfang 2015 für den 3DS erscheinen soll. Ich weiß, es gibt einige Monster Hunter-Fans in unserem Forum. Ich zähle absolut nicht dazu. Du auch nicht, Jan. Nee, ich Und auch nicht. ich verstehe nicht, ehrlich gesagt nicht, was so viele Leute an dem Spiel haben. Ich finde es einfach Es Hobby. ist Sammelsucht. Also es ist nee, Pokémon für Erwachsene ist auch nicht richtig, aber man lebt halt dafür in dem Spiel, dass man Sachen sammelt, die Drachen tötet und dann gewisse Sachen sammelt, neue Sachen erschafft, neue Waffen und so. Und so geht's halt immer weiter. Das ist halt, hat auch ein bisschen was von MMO an sich. Ja, genau. Ich finde, das ist eher so ein Offline-MMO, ne? Damit kann ich auch nicht so viel anfangen. Wir stehen ja eher auf Games mit Story, oder? Die irgendwie knackiges Gameplay haben und nicht so mega langwierig sind. Das ist jetzt ein bisschen harsch den Online-Spielen gegenüber gesagt, aber ich mag halt abgeschlossene Spiele, die ein Ja, schönes Ende absolut. haben. Absolut. Das sehe Gut, ich und so. ich glaube, damit kommen wir dann auch schon zu unserem eigentlichen Thema. Ja. Das Thema diesen Monat heißt Nintendo. Ja. Was hat Nintendo da gemacht? Was ist los? Denn in letzter Zeit hört man immer mehr negative Schlagzeilen über Nintendo und Ja. die gipfelten letztens in den Planungen für dieses Geschäftsjahr, die drastisch verändert werden mussten. Ja. Kennst du die Zahlen oder soll ich gerade kurz? Nee, die Zahlen kenne ich jetzt nicht auswendig. Auf jeden Fall hat ja Iwata, der Chef von Nintendo, hat gesagt, dass die Erwartungen für die Verkäufe der Wii U drastisch gesenkt werden. Ich weiß jetzt nicht, wie stark gesenkt die wurden, aber es wird auch erwartet, dass die Firma Verlust macht. Natürlich in Millionen. Und das ist schon eine brenzlige Lage. Obwohl Nintendo eine Firma ist, die es sich leisten kann, Verlust zu machen. Die haben da schon viel Kapital, muss ich sagen. Ja, muss man sagen. Aber noch ein bisschen zu den Zahlen. Also am Anfang des letzten Geschäftsjahres hieß es, sie wollen 9 Millionen verkaufte Wii Us haben.
Zum Halbjahr hatten sie 460.000. Also das war wirklich sehr lächerlich. Und jetzt hat man die Erwartung auf 2,8 Millionen Einheiten runtergeschraubt, statt 9 Millionen. Hm. Und ich glaube nicht mal die 2,8 werden erreicht werden. Ja, weiß ich nicht. Also es kommen, ja. Also wenn Zelda bald rauskommt, kann das schon noch steigen. Bis zum 31. März? Nee, das nicht. Nee, also ja, das, also dieses Geschäftsjahr wird auf jeden Fall katastrophal. Besonders, also hauptsächlich im Wii U-Bereich. Und das war leider auch das Hauptgeschäftszweig, glaube ich, von Nintendo in diesem Jahr. Darauf hat ja, aber ich glaube, der 3DS ist dafür, das ist für ja umso besser. Die Prognose von dem wurde leider auch nach unten korrigiert. Okay. Statt 18 Millionen hat man jetzt auf 13,5 Millionen runtergeschraubt. Aber nichtsdestotrotz ist der 3DS das bestverkaufte Videospielmodul, was es gibt, auch dieses Jahr. Also ach so, die ja. Spiele verkaufen sich am meisten, die Konsolen verkaufen sich mehr als alle anderen Konsolen. Und ja. Ah ja, es ist. Ohne den 3DS wäre das ein echt schreckliches Jahr für Nintendo. Ja, da muss ich auf jeden Fall was tun. Wir brauchen mehr Ankündigungen und mehr Top-Titel. Und wir brauchen wirklich Titel, die vielleicht nicht unbedingt von Nintendo selbst sind, sondern auch von Third-Party-Entwicklern. Das ist halt das Problem. Aber bevor wir jetzt auf die einzelnen Sachen gehen, jetzt nochmal in weiteren Zahlen. Letztes Jahr machte Nintendo einen Gewinn von ungefähr 390 Millionen Euro. Und dieses Jahr liegt der Verlust bei ungefähr 180 Millionen. Also es ist, man muss jetzt nicht Sorgen, sich keine Sorgen machen, dass Nintendo den Bach runtergeht und Pleite macht. Nee, das ist auch so weit kommt's noch. Aber boah, das wäre richtig schlimm. Es ist nicht das, was man bei Nintendo erwartet hat und es ist leider ein herber Rückschlag. Und ja, jetzt kommen wir auf die Problematik. Also das Problem, ich glaube, dass wir beide einig ist, die Wii U. Da gibt es nichts dran zu beanstanden. Die Frage ist, warum läuft sie nicht so gut, wie sie laufen sollte? Ja, okay. Also der Erfolg wird ja auch gemessen an Vergleich zum Vorgänger der Wii. Die Wii war ja eine absolute Top-Konsole, hat sich super verkauft. Legendäre Verkaufszahlen. Aber geil. Bei der Wii war das allein die Tatsache, dass es erstens was komplett Neues mit diesem Motion Controller und zweitens, sie waren nur auf Casual Gamer ausgelegt. Das stimmt, ist, glaube ich, einer der Hauptpunkte. Doch, also. Also es war nicht nur, also klar, es war der Haupt. Das kann man nicht. Das, ja, das stimmt. Also du hast schon natürlich recht, das ist schon das Hauptaugenmerk gewesen. Ja, bei der Wii U habe ich das Gefühl, hier wollte man versuchen, beide Seiten milde zu stimmen. Aber danach haben ja die Fans verlangt. Es war eindeutig, dass die Fans gesagt haben, wir wollen mehr Hardcore-Games so. Ja, aber dank dieser Symbiose aus Core-Gamer und Casual-Gamer und die beiden passen wirklich nicht zusammen, daraus ist auch das Problem resultiert. Die Konsole hat für viele Leute einfach eine zu geringe Leistung, als dass sie sich überlegen würden, die zu kaufen. Denn wenn man die vergleicht mit der PS4 und der Xbox One, ist das natürlich, ja. Unvergleichbar. Das ist aber auch Unwissen, weil zum Beispiel, ich habe gestern mit einem Kollegen geredet, der meinte, ja, die Wii U hat ja weniger drauf als die PlayStation 3 oder sowas. Was natürlich absoluter Blödsinn ist. Es ist eindeutig, dass. Das ist Blödsinn. Aber, kannst du die Assassin's Creed-Entwickler fragen? Die sagen selber, dass die Assassin's Creed-Version auf der Wii U am besten von allen Konsolenversionen aussieht. Aber es ist nicht viel Unterschied. Das ist das Problem. Ja, es ist natürlich nicht eine ganze Generation Unterschied. Vielleicht eine Viertelgeneration oder sowas. Ja. Ja, ist eine Viertelgeneration, weil es halt auch in diesem Zeitspanne rauskam. Ja, aber es war bei der Wii ja auch so und das war ja auch kein Problem. Die Wii hat von ihrem absolut günstigen Preis zu Beginn und sie kam auch als erstes aus, soweit ich weiß. Die Wii? Ja. Ich glaube nicht. Ich glaube, die Xbox kam früher raus. Ja, oh, echt? Bin ich mir ziemlich sicher. Ah, oh, okay. Ja, also die Wii U hat ja sehr teuer angefangen. Hier musste Nintendo auch früh schon zurückschrauben, sodass ich glaube, dass Nintendo jetzt mit jeder verkauften Konsole auch Verluste macht. Mhm. Und das Ding ist, es ist halt einfach so, nur die Nintendo-Spiele sind Systemseller. Ja. Ich meine, es kam wirklich Top-Spiele raus. Das ist ja nicht so. Assassin's Creed 3, Batman Arkham Asylum und Deus Ex Director's Cut. Das sind Top-Spiele, die machen ultra viel Spaß, aber. Das sind keine. Ja, ja. Assassin's Creed ist nicht gut. Ja, okay. Ja. Und, na gut, das ist ein anderes Thema. Aber das Ding ist,
Bei der normalen Wii war es ja auch nicht so, dass jetzt irgendwie nur Top-Titel von Third-Party-Entwicklern kamen, sondern dass auch die richtigen System-Seller waren die Nintendo-Spiele. Ja, aber auf der Wii hatte man einen absolut überragenden Third-Party-Support, weil es wahrscheinlich sehr einfach war, für diese Konsole zu entwickeln. Ja. Die kleinsten Studios haben dann irgendwelche Müllspiele rausgebracht und die haben sich halt verkauft. Und mit jedem verkauften Spiel hat Nintendo auch Gewinn gemacht. Und ich schätze, das war halt auch ein Grund für viele, dann für die Wii zu entwickeln. Und dadurch hat sich dann diese extremen Verkaufszahlen entwickelt und dann ist das halt alles natürlich so ein Dominoeffekt. Bei der Wii U fehlt halt der erste Anstoß. Es fehlt entweder muss Nintendo was am Preis machen, er muss die Konsole selber pushen, sodass viele Leute sie kaufen und dann die Entwickler sehen, okay, das sind Verkaufszahlen, mit denen wir arbeiten können, mit denen wir Gewinn generieren können. Aber Entweder das oder die Third Party, also die externen Spielehersteller sagen sich, wir bringen jetzt Hammer-Spiele raus und die wird sich dann besser verkaufen und dann werden wir später Gewinn machen. Eins von beiden muss jetzt getan werden, weil ohne sehe ich keine richtige Zukunft für die Wii U. du sagst, dass die Leute, dass irgendwie jetzt mehr Spiele rauskommen müssen für die Wii U. Also die Frage ist, wie man die Entwickler überzeugen kann. Man kann natürlich sagen, ja, Genau, wir haben eine tolle das ist das Plattform. Problem. Deshalb glaube ich, dass dieser Weg unmöglich ist. Nintendo muss selbst Hand anlegen. Entweder am Preis oder Aber du es wird kannst den jetzt. Preis nicht weiter runterschrauben. Wie Genau, teuer ja. ist die jetzt? Das ist. 52 Euro? Wie soll die 100 € kosten am Ende? Was willst du da machen? Das ist halt das Problem. Deshalb gibt es nur noch einen anderen Weg. Erstens, es gibt mehrere Wege, aber eigentlich alle treiben in dieselbe Richtung. Erstens, die Online-Komponente muss drastisch verbessert werden. Ja, daran PlayStation, arbeiten sie also, doch jetzt mit, ja, die haben Sony und Microsoft profitieren unglaublich von dem PSN und ja, das stimmt dem schon. Xbox Live. Ja. Nintendo hat hier verschlafen wegen der Wii und das macht sich auf jeden Fall bemerkbar bei der Wii U. Und also daran muss Nintendo auf jeden Fall arbeiten. Und zum anderen muss Nintendo jetzt selbst ein Spiel nach dem anderen rausbringen. Zelda, die müssen jetzt wie immer eigentlich ihre eigenen Namen so hart auf das Ding draufhauen, dass die Leute es kaufen. Aber es geht ja auch schon teilweise in die falsche Richtung. Wir haben ja gesehen hier, Hyrule Warriors wurde vor kurzem angekündigt. Das hast du bestimmt auch mitbekommen, oder? Natürlich, aber und genauso versucht eben Nintendo das zu machen, was ich gerade beschreibe. Ob das funktioniert, ist eine andere Sache. Ich Ja, meine, ja, es ist hart. wir brauchen auf jeden Fall unbedingt ein Zelda. Zelda ist neben Mario der absolute System-Seller. Ich bin mir sicher, Klar. dass wenn ich kenne, ich, wir haben es ja öfter gesehen, dass Leute schreiben, dass wenn die Zelda rauskommt, hol ich mir eine Wii oder sowas. Dass wenn das neue Nee, Zelda. Ja. ich sehe auch total eine Zukunft, wenn Nintendo jetzt sagt, okay, 2014 kommt ein Pokémon-Spiel für die Wii U, es kommt mehrere Mario-Spiele für die Wii U, Mario Kart, es kommt ein, zwei neue Zelda-Spiele für die Wii U, es kommt ein neues Metroid für die Wii U. Wenn sie das zum Beispiel für 2014 bringen würden, dann sehe ich auf jeden Fall, dass die Wii U sich zu einer Konsole entwickeln kann, die auch tatsächlich hier dann im Markt konkurrenzfähig ist, weil im Moment ist sie es absolut gar nicht. Ja. Die haben Aber ja das jetzt schon, ist. die bringen ja schon Mario-Titel am laufenden Band rüber. Also, es scheinen letztes Jahr schon sehr, sehr viele Mario-Spiele. Aber das ist. Also ich habe mich schon immer gefragt, warum die kein richtiges Pokémon für die Wii U angekündigt haben. Weil Pokémon einfach ein Handheld-Titel ist, das ist einfach so eng mit dem 3DS verbunden. Klar, auf jeden Fall, aber ich glaube, es wäre halt auch nicht schlecht, es auf die Wii U zu bringen. Besonders kann ich mir da tolle Funktionen mit dem Bildschirm vorstellen, dass man sich vielleicht mehr um die Pokémon kümmert, die man hat, dass man sie wäscht oder so halt. Sowas gefällt den Leuten, die Pokémon spielen. Ja, also natürlich, also ich kann mir vorstellen, dass wenn die es rausbringen, dass es sich schon gut verkauft. Ja, ich erinnere mich auch an Pokémon Kolosseum für die N64 war es, ne? Ja. Das war auch, also, Ihr Pokémon Kolosseum, auf das war der. für den GameCube. Stimmt, was war es auf der Stadium, 64? Stadium war für die. Stadium, genau. Also, Pokémon auf einer Konsole funktioniert auf jeden Fall auch. Ja, Das hat man schon Stadium war schon mehrmals ein lustiges gesehen. Spiel, das hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ja, du hast schon recht, das ist schon keine schlechte Idee. Ja. Eines der größten Probleme, die halt einfach nicht zu übersehen sind, ist die Hardware der Wii U. Wir haben jetzt mehrmals schon von allen Entwicklern gehört, die PlayStation 4 und die Xbox One besitzen eine Architektur wie ein PC. Das heißt, es ist einfach,
wenn man Spiele für eines der dreien entwickelt, sie für die anderen beiden noch zu portieren. Dadurch entstehen Multiplattform-Titel und die sind Systemseller. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Solid oder ein Bioshock für den PC mache, dann kann ich es locker noch für die anderen beiden Konsolen schieben und die werden dadurch gepusht. Das Problem ist, das geht nicht mit der Wii U. Da muss, glaube ich, viel mehr Arbeit in einen Titel gesteckt werden, damit der dann auch kompatibel für die Wii U Ja, ist, vor allem auch für das hat den ja ein Bildschirm. anonymer Entwickler behauptet, ne? Ja, Aber dann diese haben sich öffentliche gleichzeitig auch Kritik. andere Entwicklerfirmen gemeldet, die dann meinen, nee, ist doch nicht so schwer für die Konsole zu entwickeln, meinten die dann wieder, und die haben die Thesen widerlegt. Oder? Ja, das Ding ist, es ist vielleicht nicht so schwer wie für andere Konsolen, aber es ist viel schwieriger als für die neuen Konsolengenerationen. Das ist das Problem. Und wenn die Wii U auch eine PC-artige Architektur hätte, dann wette ich mit dir, es würden viel mehr Spiele, dann würde auch Final Fantasy 15, Metal Gear Solid und diese ganzen Spiele würden dann auch für die Wii U erscheinen, weil es für die Entwickler einfach leichter wäre, zu sagen, okay, wir ziehen das jetzt einfach auch rüber, kopieren die Daten und dann haben wir es auch auf der Konsole und dann machen wir halt vielleicht ein paar Euro mehr mit. Und das ist halt, das ist wirklich eines der größten Probleme. Das geht bei der Wii U leider nicht. Und das finde ich sehr schade. Und was ich auch noch sehr schade finde, ist, dass dann Firmen, die sich entscheiden, okay, wir machen für die Wii U, Ja. dass die Arschkarte gezogen haben. Inwiefern? Ich nehme jetzt das Beispiel Bayonetta 2. Okay, Oder was haben die jetzt für ein Problem? das Spiel wird exklusiv für die Wii U erscheinen. Ja, ist toll. Das Ding ist, die Wii U hat sich miserabel verkauft. Und das Zweite ist, die sich eine Wii U gekauft haben, sind nicht die Leute, die Bayonetta spielen. Wenn man so vom Alter ausgeht, etc. Das heißt, das Spiel wird sich auf keinen Fall gut verkaufen. Das kann man jetzt schon hundertprozentig sagen, wenn das mit der Wii U nicht anders wird in der Zukunft, in den kommenden Monaten. Dann wird Also, das Spiel floppen. ich wäre mir da nicht so sicher. Also ich kann mir vorstellen, dass die richtigen Hardcore-Bayonetta-Fans, die sagen vielleicht, okay, ich hole mir jetzt eine Wii. Weil du bist ja auch ein Ich Hardcore-Bayonetta-Fan. liebe Bayonetta, aber Dann ich kauf dir würde einfach eine nicht. Wii und dann hast du Nein, Bayonetta ich 2. würde. Erstens, ich habe nicht so viel Geld. Ich spare immer noch für meine PS4, die irgendwann Ende des Jahres oder Anfang nächsten Ja. Jahres kommt. Aber nein, ich. Nein, aber ganz ehrlich, wie sollst du die PS4, wenn. Es gibt doch eh keine guten Spiele momentan. Das heißt, Ich habe aber kein Geld im Moment. Ja, die PS4 ist ja auch teurer. Das heißt, du kannst dir für weniger Geld die Wii U holen. Nee, weißt du, dann, ich hole mir keine Konsole für ein Spiel, maximal zwei Spiele. Da kommt noch Zelda, Mario. Ja, nee, also es gibt nur zwei Spiele, die ich mir für die Wii U holen würde. Das ist Bayonetta und X. Und ich würde auch jedem Menschen abraten, sich nur für ein, zwei Spiele eine Konsole zu holen. Also Ja, das sowas. halt, das Ding ist ja, du kannst ja trotzdem noch die anderen Spieler zocken. Ich meine, wer hat nicht Spaß an Mario, ganz ehrlich? Ah ja, also ich habe auch Spaß an Mario, aber nicht mehr alleine, muss ich sagen. Oder nicht Okay. mehr so viel. Es macht super viel Spaß im Multiplayer, das ist unbestreitbar, das macht einfach hammer viel Spaß, aber wenn ich mich so hinsetze daheim allein und was spielen will, dann würde ich mir niemals Mario einlegen. Dann würde ich mir irgendein schönes Rollenspiel. Das ist halt mein Typ. Dann spiele ich ein schönes Rollenspiel oder so. Ja, aber so sehe ich das und ich glaube, es wird auch auf jeden Fall so sein, dass die nicht zufrieden sein werden mit den Verkaufszahlen. Die Aber Leute, die du sich sagst, die haben die entscheiden, Arschkarte exklusiv. gezogen, also das war ja jetzt kein, die haben sich dazu entschieden. Das ist jetzt Ich kein glaube, Zufall. sie werden finanziell nicht so schlecht dastehen, weil Nintendo da als Publisher hilft. Aber trotzdem wird das Spiel von den Also, Verkaufszahlen her unter den Erwartungen liegen. ich werde es mir kaufen, Ist klar, also. weil ich unterstützen möchte einerseits. Ich sag auch jedem, der eine Wii U hat, holt euch Bayonetta 2 in X. Also, das werden Hammer-Titel. Ich habe Bayonetta 2 schon gespielt. Und das, was ich schon Also spielen durfte, war durchgespielt. top. Nein, nein. Auf den Nintendo Events, auf denen ich war, es war top. Ja, und die Grafik. Die 1A. Grafik war Richtig. schön. Aber also wirklich, jeder, der eine Wii U hat, das ist ein Spiel, da muss man zugreifen einfach. Ja, absolut. Gut. Und, naja, das Ja. ist halt dann auch so, EA hat ja gesagt, zwar zurückgerudert, aber ich glaube immer noch, die werden ja keine Spiele für die Wii U entwickeln. Und letztens kam auch ein Haben Gerücht auf. sie aber schon. Ja, aber es hieß von EA, wir werden keine Spiele mehr für die Wii U entwickeln.
Danach hat man zwar zurückgerudert, aber ich glaube, das hat schon ein Zeichen gesetzt. Ich glaube, da war das Zeichen wichtiger als die Aussage. Ich kenne jetzt nicht die Verkaufszahlen, ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass FIFA sich jetzt so schlecht verkauft für die Wii U. Also ich kenne sehr viele Leute, die absolut FIFA verrückt sind, und Ja, ich auch. ich kenne außer dir, glaube ich, niemanden, der gesagt hätte, okay, ich will jetzt eine Wii U und FIFA drauf zocken. Ich weiß, dass jeder gesagt hat, ich will eine PS4 und eine Nee, also ich Xbox. muss sagen, ich würde FIFA auch nicht unbedingt auf der Wii zocken. Weil erstens, du brauchst auf dem Gamepad ist es nicht so das Wahre, FIFA zu zocken. Ja. Und man bräuchte halt einen Pro-Controller. Aber der kostet. Und ich habe halt nur die ganzen Wii-Fernbedienungen. Deswegen würde ich das auf der PS4 zocken, wenn ich die ja bald habe. Ja, also hier sieht man, glaube ich, auch eines der Probleme. Das ist kein Controller, den Nintendo da anbietet. Es ist ein Gimmick. Es ist nichts, womit man sich, finde ich, stundenlang hinsetzen kann. Und Also ich muss sagen, für Multiplayer-Spiele ist es schon richtig. auf jeden Fall, wir waren ja bei dir und wir haben gespielt, und es hat wirklich ultimativ viel Spaß gemacht. Wir haben gelacht ohne Ende. Ja. Es ist wirklich ein Top-Spiel für Partys. Wii U für Partys, einfach absoluter Geheimtipp. Aber ich meine, wenn du jetzt so ein richtiges Hardcore-Spiel hast, Ja. was du vielleicht 5 Stunden am Tag zockst, Ja. worauf würdest du lieber Ja. spielen? Das stimmt absolut, weil ich habe nämlich ich zocke mein Zelda Wind Waker HD. Mhm. Und ich muss sagen, das stört schon ein bisschen, so ein fettes Teil in der Hand zu haben. Ich überlege mal halt im Moment, den Pro-Controller zu holen. Ja. Weil ich habe mit dem macht es dann viel mehr Spaß, da kann man sich auch irgendwie ins Bett legen, ohne dass man sich irgendwie aufrecht hinsetzen muss wegen dem Bildschirm und. Ich meine, die Idee, die Nintendo bei der Wii U hat, war ja absolut gut, dass man sagt, okay, ich mache den Bildschirm aus und spiele dann halt nur auf meinem kleinen Bildschirm irgendwo in einem anderen Raum. Ja, das klappt auch. Das Wunderbar. klappt auch, und das ist eine gute Idee, aber da fehlt halt der Inhalt, den man damit füllen kann. Und ich finde, Sony macht das im Moment richtig mit der Vita, dass der die halt so einbindet, dass man dann auch jedes Spiel, vor allem jedes PlayStation 4-Spiel, wird Vita-kompatibel sein. Das finde ich so Hammer. Und das ganz ohne dieses ganze, naja, drumherum. Verstehe. Ja, wir können ja mal zu Alternativen kommen. Nämlich, Nintendo hat ja gesagt, dass sie sich jetzt den Smartphone-Markt näher anschauen werden. Was ich nicht so feierlich finde. Natürlich findest du es nicht feierlich, aber man muss sagen, es ist gut für die Firma. Dort liegt viel, 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 viel Geld. Kannst du dir vorstellen, Zelda auf deinem Sony Xperia zu zocken? Nein, kann ich nicht. Ich meine, ich hab mal emuliertes Mario gespielt, dann ich habe emulierte Zelda, alte Klassiker vom Gameboy gespielt, und es hat nicht schlecht funktioniert, aber ist natürlich kein Vergleich zum 3DS zum Beispiel. Aber trotzdem, nicht nur in Spielen, auch in kleinen Apps für die Spiele, die es jetzt zum Beispiel für die PS4 zuhaufe gibt, daran liegt vielleicht auch dann ein guter Markt, den man dann erreichen kann. Zum Ja, also, Beispiel, ich will nicht, dass es in diese DLC-Wut endet, dann, dass man wie bei Final Fantasy All the Bravest so ein Spiel hat, das nur die Marke irgendwie nur darauf basiert, jetzt irgendwie Fans der Marke das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ich habe Angst, dass irgendwie ja, so ein Nintendo Animal Crossing-Teil fürs iPhone rauskommt. das kann ich mir richtig gut Das vorstellen. kann ich mir gut vorstellen. Das ist Dann eine musst du gute dir Idee. Hausgegenstände und Architektur Das und muss nicht so, ja, Nintendo, das muss also Nintendo sagen. würde auf jeden Fall auch Geld machen. Das wäre eine gute Idee, ganz ehrlich, ja? Animal Es Crossing. ist auf jeden Fall unfreundlich den Fans gegenüber, aber es ist eine sehr gute Möglichkeit, wie gesagt, um Geld zu machen für die Firmen. Und das machen auch sehr viele im Moment. Sie machen dadurch Geld, finanzieren dadurch eher größere Projekte. Ja. Aber ganz ehrlich, ich werde Nintendo sowas von bashen, wenn die irgendwie ehrlich Mario Kart fürs Tablet rausbringen oder sowas. Boah, das wäre echt Ich schlimm. wette mit dir, das kommt, weil mit der Motion-Steuerung von Tablets, das kommt auf jeden Fall. Da sehe ich auf keinen Weg Aber wenn drumherum, Nintendo das kommt. wirklich diesen Schritt begehen sollte, das wäre so ein großer Umbruch für die Firma. Nintendo ist ja Aber die so. Firma, genau, das Ding, die Firma braucht vielleicht ein bisschen Umbruch, bisschen mehr in die Moderne. Die Wii U hat ja gezeigt, dass genau das gefehlt hat. Das mit der Online-Komponente und das mit dem Ja, aber genau das hat bei Wii ja, aber Handy-Unterstützung. das hat ja auch bei der Wii trotzdem geklappt. Trotzdem war die Wii ein absoluter Erfolg und war die bestverkaufte Konsole von allen. Klar,
Erstens halt wegen dieser Casual-Freundlichkeit, aber vor allem war damals dieser Online-Markt viel schwächer, als er heute ist. Ich meine, wie viele Jahre liegt das jetzt zurück? 7, 8. Ja, genau. Und ich meine, PlayStation Network lief am Anfang ja auch schrecklich. Da mussten auch ganz große Umstrukturierungen gemacht werden. Und jetzt läuft es super. Ja, Und das vor allem stimmt. jetzt mit PlayStation Plus, da wird immer was Neues gebracht. Und PSN ist echt toll. ja, Also ich meine also. SCN, sorry. Ja. Aber hier muss Nintendo auf jeden Fall den Schritt in die Moderne wagen. Da muss sich geändert werden. Und natürlich gehören leider zu modernen Smartphones und Tablets dazu. Ja. Auf welche Weise das jetzt passiert, das ist halt die große Frage. Aber ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die da auf jeden Fall was machen werden. Es kann so nicht weitergehen. Die können jetzt auch nicht für das nächste Jahr, also für das Geschäftsjahr 2014 erwarten, dass die Wii U plötzlich anfängt, sich millionenfach zu verkaufen, wenn sie nichts ändern. Ich bin mal gespannt, wie sich das Aber wenn entwickelt. Nintendo jetzt wirklich sich mehr auf den Smartphone-Markt konzentrieren wird und weniger sich mit der Wii U beschäftigt, dann würde das schon ein bisschen sowas in die Richtung von einfach Ende der Konsolen an sich hinweisen. Nein, es geht ja, dass man sagt, dass die Firma sich an Smartphones oder so orientiert, heißt ja nicht, dass sie die Wii U dann vollkommen Ja, außen vor lassen werden. Sie klar. werden das kombinieren. Vor allem, ich kann mir das gut vorstellen, dass man mit dem Tablet dann auch Apps bedienen kann. Und dass man das dann so mit der Wii U kombiniert, dass es auch Sinn macht. Und dann erscheint vielleicht die Wii U ein bisschen attraktiver für die großen Firmen, für Ubisoft, für EA, die halt auch sehr viel Geld schon in Apps und so Sachen machen. Was Und ich halt cool fände, wäre, wenn Nintendo wirklich selber irgendwie ein eigenes Smartphone rausbringt. Das was fände ich ich echt am geil. Das würde ich mir besten sofort finde, kaufen, ja, einfach. das. Aber ich überlege mir gerade, wie soll das, was für Spezifikationen hätte Ja, es wäre es? dann halt so, dass man halt, dass man halt sowas, dass man dann die Tasten rausschieben kann. Also so wie das Xperia Play damals von Sony. Ja, das ist einfach so ein 3DS ist. Ungefähr sowas in die Richtung halt, dass man irgendwie das schieben kann und dann hat man die ganzen Tasten. Und das wäre eigentlich echt cool. Also Kannst du dir vorstellen, dass du gerade irgendwie dann telefonierst und bist sitzt im Bus, dann kannst du dann das rausschieben, kannst dann Mario Kart zocken oder so. Ist ja dann Ich stell's mir gerade so vor, ich habe das Note 3, also ungefähr von der Größe vom Note 3 in der Hand. ja. Es ist ein 3D-Bildschirm, wie beim 3DS, und ich kann es hochschieben, sodass eine Taste, also ein Gamepad rauskommt. Genau. Und dann so, ja, das kann ich mir schon vorstellen, aber Das wär, aber Nintendo hat natürlich gar keine, nicht so die Hardware-Erfahrung für genau. und sowas, ne? Außerdem ist der Smartphone-Markt einer der am härtesten umkämpftesten Märkte, die es gibt. Da ist ja so eine derbe Konkurrenz, da muss man vor allem als Neueinsteiger, das ist unmöglich fast. Ja, aber vielleicht wäre es ein Risiko, das zu machen, aber vielleicht würde sich auch im Ende dann lohnen. Muss man halt überlegen. Ja, also Vielleicht das halt würde ich. sowas in Richtung von so kinderfreundlichen Handys, dass dann auch Kinder vielleicht so. Ich wette mit dir, das würde in Japan sehr gut ankommen. In Japan wäre es geil. Oder? Die können es ja vielleicht mal in Japan ausprobieren und gucken, wie es da läuft. Weil Nintendo ist ja mega beliebt in Japan. Das Ding ist, das würde ich halt dann zu eher zu einer Zeit versuchen, wo die Firma wirtschaftlich besser dasteht. Ja. Nee, was ich noch sagen wollte, war, was der nette Herr Michael Patcher gesagt hat. Dieser Spaß. Ja, also ich stimme dir absolut zu, Dagis, aber er hat, finde ich, etwas Gutes gesagt, was mir auch schon ewig im Kopf schwirrt. Ich fände es gut, wenn Nintendo sich von der Wii U distanziert und sagt, wir entwickeln Spiele für den PC, für die PS4 und für die Xbox One. Wenn Mario, Zelda und allesamt anderen für diese Konsolen erscheinen würden, das wären absolute Systemseller auch für diese Konsolen. Und Nintendo würde richtig viel Asche damit machen. Natürlich würden die Arsch machen, aber es wäre so ein. Das ist so einfach Tradition, dass Nintendo nur für eine eigene Konsole entwickelt. Ich kann mir absolut nicht vorstellen, dass ich jetzt irgendwie Super Mario auf der PlayStation 4 zocke. Ich kann mir Das das mehr ist. als nur gut vorstellen. Das ist so eine. Das ist so ein Bruch von der Nintendo'schen Tradition. Das würde mir irgendwie echt nicht gefallen, keine Ahnung. Das war ich ein bisschen konservativ, aber. Ja, aber einfach, ich meine, wenn du dir vorstellst, dann es ist eine Konsole, die sich jetzt schon richtig gut verkauft hat und dann haut Nintendo einfach ein geiles Spiel nach dem anderen dafür raus.
Und es sind gute Spiele, zweifelsohne. Ich meine, wenn jetzt ein Zelda für die PlayStation 4 erscheinen würde, das würde ich mir auch auf jeden Fall holen. Aber dann würde man für immer, würde sich Nintendo für immer zu Sonys Bitch machen. Nein, Weißt du, was ich ich meine meine? nicht für so, ich meine für PC, PlayStation und für Xbox die Spiele rausbringen. Ja, okay, dann machen sie sich für den ganzen Markt zur Bitch. Die bieten dann den Microsoft und Sony bieten die dann ihre eigenen sehr wertvollen Marken. Also, ich wette, Sony und Microsoft würden angekniet kommen dafür. Ja. Das Ding ist, ich fände es halt gut, wenn sich Nintendo, wenn es denn nicht besser wird mit der Wii U oder es gibt ja Gerüchte um eine sogenannte Wii Fusion oder DS Fusion oder so ein Zeug, aber das ist alles noch reine Spekulation. Ja. Wenn es nicht besser läuft, dass sich Nintendo dann aus dem Konsolengeschäft zurückzieht. Das fände ich nicht schlecht. Nintendo hat tolle Marken, die werden auch immer Nintendo gehören und es wird immer super Konsolen geben, auf die sie erscheinen können. Und mit dem 3DS hat er ja auch den Markt der Handhelds eh in der Hand. Ja. Ja. Ja, ich stehe trotzdem dabei, dass man die Marke beeinträchtigen würde, wenn man das auf anderen, irgendwie, dass Mario irgendwie in Humble Bundles erscheint, dass man das bei Steam kaufen kann. Ja, dann nichtsdestotrotz. Und ganz ehrlich, Nintendo wirst du nie machen. Ich bin mir sicher, dass Nintendo Ja, nicht so natürlich, denkt. Ja. das auf keinen Fall, aber wir können ja jetzt nur spekulieren und vielleicht Tipps geben. Was anderes machen wir ja nicht. Aber ich kann mir das richtig gut vorstellen, wenn jetzt Nintendo also die PS4 und die Xbox One sind Monster. Ich nenne es jetzt einfach mal so, wenn im Gegensatz zur Wii U und wenn die dann mit so einer Leistung dann Spiele machen können, würde ich mal echt gern sehen, was die schaffen könnten. Ja, Zum Beispiel müssen ein Metroid auf einer PS4 oder so, das wäre Metroid sicher Prime. ja Okay. Überhammer. Die Wii-Ableger waren ja alle nicht besonders. Metroid Prime 3? Und dann das an Met ja an den zweiten Teil auf der GameCube wird eh nichts drankommen. Der war geil. Der wäre echt geil. Ja, und dann Other M war eine Katastrophe. Absolut, das war totaler Bullshit. Ja. Ja, gut. Ja, nee, das ist aber, wenn man jetzt sich wir haben jetzt Metroid gesagt, also Metroid wurde schlechter mit der Zeit. Zelda, finde ich, wurde schlechter mit der Zeit. Ist trotzdem noch ein Und sehr hohes Niveau, also. Mario wurde auch Mario? nicht besser mit der Zeit. 2010 kam, glaube ich, Super Mario Galaxy raus und das war ein geiler Titel einfach. Und jetzt, okay, jetzt ist Super Mario 3D World erschienen, war jetzt nicht so die fette Innovation, fand ich. Aber es war trotzdem noch ein richtig guter Titel und ich kann nicht sagen, dass es schlechter würde. Klar, es ist auf jeden Fall gute Titel, aber es stagniert. Ja, das stimmt wirklich. Man braucht schon neue Ideen. Aber man kann auch diese neuen Ideen auf der Wii U einsetzen. Ich würde mich halt irgendwie auf sowas komplett Frisches freuen, wie halt damals Galaxy, was halt Frisches war. Nintendo muss da mal ein bisschen weniger alte Konzepte. Genau, es heißt ja nicht, dass diese Spiele jetzt schlecht sind. Also, nee, nicht, dass Prep sich jetzt aufregt. Also, nee, Mario für Wii U ist super, wirklich. Also es Ja. macht Spaß. Da sind tolle Ideen in Sachen Level-Design drin und da sind viele Ideen, tolles Design und so drin, aber die große Neuerung, wie es zum Beispiel bei Galaxy war, fehlt. Und was ich auch gern sehen würde, ist, wenn Nintendo vielleicht neue Maskottchen findet oder sich was Neues auf neue Serien stürzt. Denn ich habe das Gefühl, Super Smash Bros. Wird sich auch nicht sehr von den anderen Teilen unterscheiden. Was natürlich super ist, weil Super Smash Bros. Spaß macht, aber Natürlich, manchmal wünscht man sich nichts einfach mehr. Neues. Das Konzept ist einfach schon sich schon geil. Die werden jetzt einen Teufel tun daran, irgendwie. Ich muss sagen, das will ich auch nicht, aber dass man vielleicht zum Beispiel ein neues Beat'em Up schafft oder so, mit vielleicht anderem System oder, also auf jeden Fall Nintendo hat Ressourcen und hat die Leute, die es auch gut machen könnten. Ja. Stattdessen kommt vielleicht eine HD-Auflage von Melee oder Brawl. Ja. Ja. Gut, wir hoffen, dass Nintendo irgendwie
sich mal diesen Podcast anhört. Ja, das wäre auf jeden Fall sehr hilfreich. Auf jeden Vor allem Iwata. Mein letzter Tipp ist einfach, es muss sich ein bisschen was ändern. Nintendo kann nicht so weitermachen, wie es die letzten beiden Jahre passiert ist. Die Konkurrenz ist stärker geworden. Der Fokus verschiebt sich immer mehr auf Online-Sachen und man darf den Smartphone-Markt nicht außer Augen lassen. Der wird auch immer stärker. Der nimmt jedes Jahr einfach sehr stark zu und Nintendo muss sich ändern. Das ist das Einzige, was man jetzt so zusammenfassen kann. Ja. Das stimmt wohl. Und ich glaube, das ist auch ein gutes Schlusswort und wir haben auch schon jetzt lang genug darüber geredet. Ja. Dann. Nächsten Monat haben wir irgendwie. Nehmen wir mal ein fröhlicheres Thema, ja? Was, Moment, also das wäre Ende Februar. Müssen wir schauen, wird sich schon irgendwas ergeben. Ja, ja, vielleicht machen wir ein kleines Lightning Return Special, ich glaube aber nicht. Nee, ich hab nicht. Was soll ich denn dazu sagen? Ja, das ist das Ding. Naja, auf jeden Fall, wir werden uns tolle Ideen ausdenken und es wird auch auf jeden Fall wieder schön Spaß machen zuzuhören und ich danke. Ich freue mich schon mit deinem Gast dann. Auf jeden Fall wird dann auch wieder ein Gast dabei sein. Aber dieses Thema war jetzt auch so, dass man zu zweit das gut besprechen konnte. Ja. Und ich danke den Zuhörern, alle, die bis zum Ende durchgehalten haben. Und ich hoffe, ich danke euch erstmal für das ganze letzte Jahr, dass ihr dabei wart und für diese Episode auch und hoffe, dass wir euch dann beim nächsten Mal wiedersehen. Mhm. Ja, dann bedanke ich mich an dieser Stelle auch bei unseren Zuhörern. Bitte schreibt uns immer Verbesserungsvorschläge oder Lob. Könnt ihr uns persönlich anschreiben per private Nachricht oder einfach per Kommentar im Forum. Per Kommentar einfach oder ein Kommentar zum Thema. Ist ja auf jeden Fall ein sehr heiß diskutiertes Thema im Moment. Ja, das stimmt, ja. Gut, genau, es geht auch. Ja, und wenn ihr auch Themenvorschläge habt für den nächsten Monat, immer her damit. Und ja, wir wünschen euch noch einen schönen Monat.